Ja, wir hatten also zwischen den Anschlussstellen Verden und Achim hatten wir also extreme Eis- bzw. Schneeglätte. Und im Rahmen dieser Verdrängungsverhältnisse hatten wir dann allein an der Anschlussstelle Verden Nord drei Verkehrsunfälle. Im Bereich Achim hatten wir dann zwei Verkehrsunfälle alleine, die ja eben aufgrund der Witterungsverhältnisse, der plötzlich auftretenden Witterungsverhältnisse sich ereignet haben. Meines Wissens hatten wir zwei Leichtverletzte. Es war Schnee, der dann teilweise eben gefroren ist. Angemessen fahren, keine urplötzlichen Reaktionen, Fahrreaktionen wie Abbremsen oder sondern eben gleichmäßiges Fahren und die Geschwindigkeit angepasst. Wir müssen natürlich auch mit angemessener Geschwindigkeit fahren und haben dann natürlich heute Morgen auch hohes Verkehrsaufkommen. In diesem Falle ist es oft so, der linke Fahrstreifen noch nicht abgestreut. Man sollte also wirklich Überholmanöver dann vermeiden, weil eben gerade der linke Fahrstreifen an den Rändern dann doch oft vereist oder verschneit ist und dadurch diese Verkehrsunfälle durch verschiedene Griffigkeit der Fahrbahnbelege dann zustande kommen.